Das gesammelte Wissen der Welt. So sah das früher aus. Heute werden der Brockhaus und die anderen Lexika meist links liegen gelassen. Wann hast du zuletzt in dieses Buch geguckt? Das ist, glaube ich, ein bisschen her. Man tippt ja was ein im Internet und die erste Seite, die meistens auftaucht, ist Wikipedia. Wikipedia. Eine geniale Idee. Jeder kann mitschreiben, Artikel hinzufügen, verbessern. So entsteht ein gewaltiger Wissensspeicher, glaubwürdig und unabhängig. Eigentlich. Monitor recherchiert, wie Unternehmen und PR-Agenturen diese Offenheit nutzen, um gezielt zu manipulieren. Beispiel 1 finden wir im Wikipedia-Artikel über den ADAC. Dort wurde zeilenweise Werbung für Mitfahrclub und Straßenwacht eingefügt, sogar ganz dreist mit Telefonnummer. Von einer Internetadresse, die wir zum Server des ADAC selbst zurückverfolgen können. Beispiel 2, der Eintrag über die Daimler AG. Hier wollte jemand einen ganzen Abschnitt über Lobbyaktivitäten des Konzerns verschwinden lassen. Die Internetadresse des Autors führt uns zum Server von Daimler. Zwei Fälle, die aufgeflogen sind. Weil sie schlecht gemacht waren, sagt Malte Landwehr, ein bezahlter PR-Agent, der sich auf bestellte Wikipedia-Änderungen spezialisiert hat. Profis wie er benutzen nicht nur einen Wikipedia-Zugang, sondern gleich mehrere Identitäten. Wenn man einen Zielartikel hat, geht man nicht nur mit einem Account daran, sondern direkt mit mehreren und löscht dann Stück für Stück mit den verschiedenen Accounts einzelne Informationshappen, bis all das weg ist, was man weghaben will. Welche Seiten er für wen verändert hat, will er nicht sagen. Aber seine Manipulationen fänden sich bis heute in der Wikipedia. Das ist ein ganz gravierendes Problem für die Gesellschaft, wenn ein solcher Wissensspeicher, der so viel Vertrauen hat, der so stark genutzt wird, unterwandert wird von politischen und wirtschaftlichen Interessen. Die gedruckten Lexika verschwinden, Wikipedia bleibt. Und damit wohl auch die Manipulationen.